Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shot News vom 24.05.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, da gehen wir in den heutigen Item Shop rein und da gucken wir mal. Oh mein Gott, ein neuer Emote, neue Lackierungen und der neue Fischstäbchen-Style. Ja, da würde ich mal sagen. Dann schauen wir mal hier auf der rechten Seite. Fangen wir erstmal an. Geht's los mit der Stiefelstange. Und das Teil ist ja, würde ganz gut zu Bunker Jonesy passen, würde ich mal sagen. Das könnte ich mir als gute Kombination vorstellen. Für 500 V-Bucks das Teil. Also als Bunker Jonesy, glaube ich, könnte das wirklich nice aussehen. Da gibt es von mir 7 von 10. Das Bootstraps hat 3,23 von 5 bei 13 Votes am 27. Dezember 2018 das erste Mal drin gewesen. Viermal seitdem 32 Reminders für 500 V-Bucks. Das Teil, die Stiefelstange, das letzte Mal am 1. März 2019 ist drin gewesen. Ja, dann haben wir hier die fliegende Korallen. Was gäbe es Chilligeres, als mit diesem Teil hier auf die Map zu fliegen? Ja, für 800 V-Bucks das Ding ist so strange und crazy, dass ich dem schon alleine 8 von 10 geben muss. Schauen wir doch mal, wie sind hier die Noten für das Ding. What? 4,91 von 5 bei 23 Votes am 27. Dezember 2018. Das erste Mal drin gewesen. Viermal seitdem 70 Reminders. Krass. Das letzte Mal im Shop am 1. März 2019. Dann haben wir die Luftgitarre. Ja, das Ding auf jeden Fall mega geil für 800 V-Bucks, ja, und kriegt von mir 10 von 10. Ist der Rocket Out, 4,28 von 5 bei 60 Votes. Am 14. April 2019 ist das erste Mal drin gewesen, 9 Mal seitdem 97 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 2. Mai 2019 für 800 V-Bucks Rocket Out. Die Hackerin, Cypher. Finde ich persönlich jetzt nicht wirklich so cool. Ja, geht schon. Passt eigentlich ganz gut in diese neue Welt rein. Kriegt von mir da 7 von 10 Cypher. Und Cypher hat 3,42 von 5 bei 12 Votes. Am 13. April 2019 ist das erste Mal drin gewesen. 10 Mal seitdem 11 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 23. Februar 2019. Für 800 V-Bucks, der Munitions Major. Ich finde den nicht wirklich toll, muss ich sagen. So ein klassischer alter Armee-Skin. Kriegt von mir 3 von 10. 3,2 von 5 bei 11 Votes. Am 11. März 2019 saß mal drin gewesen. 3 Mal seitdem 26 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 9. April 2019. Mucki-Spiel. Geil, für 200 V-Bucks Mucki-Spiel. Finde ich mega cool. Kriegt von mir 10 von 10. Flex on M 4,5 von 5 bei 4 Votes. Jo. Das Hangtime-Paket hatten wir ja jetzt schon gehabt. In der rechten oberen Ecke könnt ihr mal nachschauen. Clutch und Grind. Da verlinke ich das Video dazu. Gucken wir mal ganz kurz in die aktuellen Bewertungen von euch rein. Hier haben wir 3,85 von 5. Und hier haben wir 4 von 5 bei 4 Votes. Jo, dann kommen wir zu den neuen Fischstäbchen-Lackierungen und zu dem neuen Style. Ziehen wir uns jetzt auch mal rein. Geschuppt für 300 V-Bucks. War ja schon da gewesen, das Ding.
Also, ja. Ich finde es zu buntig, aber gut, muss jeder selber wissen. Kriegt von mir 6 von 10. Ist fishy. 5 von 5 bei einem Vote. 24. Mai 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Dann haben wir glitschig. Oh. Auch nicht viel besser. Ich kann es ehrlich sagen. 5 von 10 für glitschig. Das ist slippery. Alter Vater. Holy shit. 4,75 von 5 bei 4 Votes. Für 500 V-Bucks glitschig. Und dann haben wir noch das Fischgesicht. Ja, das, also jetzt sieht's, das sieht für mich dann aus wie so eine Super-Soka, ne? Muss man ehrlich sagen. Scheiße. Nur eine Wasserspritzpistole könnte das jetzt sein. Ja, Super-Soka ist da. Wobei, so finde ich es ja fast noch besser als, da erkennt man ja den Fisch jetzt nicht so drauf, wie bei den anderen. Für 300 V-Bucks. Kriegt von mir 7 von 10. Fishface 6 von 10. 6 von 10. So, 7 von 10. Ja, 6 von 10. So, 5 von 5 bei einem Vote. Oh Gott, für 300 V-Bucks. Jo, dann geht's weiter. Jetzt haben wir beim Fischstäbchen einen neuen Style. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Also erstmal das klassische Fischstäbchen. Ich fand das Ding damals schon hässlich. Ich find's heute immer noch schrecklich, aber irgendwie so langsam aber sicher bekomme ich durch Fortnite, werde ich ein Fan des schlechten Geschmacks. Und das Ding kriegt von mir inzwischen, weil es einfach ein kultiges Teil ist, 6 von 10. 7 von 10. Komm, bevor ihr mich alle hier zum Fischstäbchen verarbeitet. Hier als Pirat sowieso schon ein bisschen cooler gewesen. Und jetzt ist der neue Style da und er ist auch so schrecklich. Also, es ist so schrecklich. Es ist wirklich so schrecklich. Oh, Scheiße. Ja. So, 4,32 von 5. Vielleicht kriegt er irgendwann mal von mir 8 von 10. Dann müsst ihr dranbleiben und abonnieren. Irgendwann ist es gleich wie soweit. Dann kriegt das Ding hier von mir 10 von 10. Wer weiß. So, also 4,32 von 5 bei 75 Votes am 27. Dezember 2018 das erste Mal drin gewesen. Viermal seitdem 338 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 1. März 2019. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaut es euch mal an, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.